würde sagen, dass für einen Mann der Berge die beste Zeit des Jahres die Zeit nach dem Winterschlaf ist, wenn die Natur wieder erwacht und der Frühling neues Leben in die Welt bringt. Eine Flut von Energie ergießt sich über das Land und taucht die Pflanzen in ein Meer von Farben. Man könnte schwindlig werden von dieser neu erwachenden Schönheit und muss sich hüten, nicht den Verstand zu verlieren. An einen Frühling erinnere ich mich besonders gut. Mein Freund Adams hatte zum Osterfest Robbie Cartland eingeladen. Ich halte nicht viel davon, Feiertage einzuhalten. Ich glaube, dass die wohl eher eine Entschuldigung sind, nicht zu arbeiten. Aber für Adams war das Osterfest etwas ganz Besonderes. Unermüdlich bereitete er alles für das Fest vor. Und der Gedanke an das Festmahl ließ mir schon den ganzen Winter über das Wasser im Mund zusammenlaufen. Am meisten musste ich an seine köstlichen Honigkuchen denken, die er immer gebacken hat. Am Karfreitag zogen wir in aller Herrgottsfrühe aus, um Honig für die Kuchen zu holen. Ben fand den ersten Bienenstock, aber die Einwohner waren uns doch ein wenig zu aufgebracht. Adams! In diesem Bienenstock sind keine Bienen! Siehst du? Da oben ist er und die Bienen sind alle ausgeflogen. Wenn mir jemand hilft, dann kann ich darauf steigen und ihn holen. Kletter da nicht drauf, Jack. Wir können ihn mit dem Stock runterholen. Damit wir den Honig hier überall verteilen? Und was wird dann aus dem Osterfest oder deinen herrlichen Honigkuchen? Schieb mich mal hoch. Ich schaff's gleich. So ist gut. Schaffst du's? Aber leicht. Bobby, mach den Sack auf. Wir müssen die Waben da reinwerfen, falls doch noch Bienen drin sind. Vorsicht. Ich hab eine. Da ist die. Pass auf, da ist eine Biene vor deiner Nase. Hau ab! Willst du wohl abhauen? Vorsicht! Den Sarg! Den Sarg! Gib mir den Sarg! Komm, ich helf dir. Robby, geh nochmal 7 holen. Komm, Ben! Was gibt's denn da zu lachen? Du siehst aus, als ob du einem Boxer in die Faust gelaufen wärst. Diese hinterlistige Biene hat mich doch wahrhaftig mitten in die Nase gestochen. Hast du den Honig? Ja. Mr. Adams, da. Da sitzt ein Kaninchen mit Schlappohren, sehen Sie's? Ich muss sagen, das überrascht mich nicht, Robby. Was in drei Teufelsnamen ist das denn? Gehört die deinem Vater, Robby? Nein, die habe ich noch nie zuvor gesehen. Woher die wohl kommt? Wo sie herkommt, ist nicht so interessant. Wichtiger ist, dass wir sie wieder haben. Bin ich froh, dass sie wieder da ist. Lauf weg, Pa, lauf! Keine Angst, das ist mein Freund Ben. Ich habe solche Angst, Pa. Andy. Der Mann sagt, der Bär ist gutmütig. Niemand braucht Angst zu haben. Wie heißt der Bär? Ben, nach Benjamin Franklin. Ich heiße Andy, nach Andrew Jackson. Hallo, Andy. Willst du Ben mal streicheln? Du musst dich entscheiden. Er hat dich gefragt. Sehr gerne, Sir. Komm mal bitte her, Ben. Ich bin James Adams. Joe Bradley. Die meisten nennen mich Brad. Das ist mein Freund Matt Jack, Robbie Cartland.
Ben? Andy möchte dir guten Tag sagen. Setz dich. Ganz ruhig, Andy. So ist's gut. Ich dachte, Grizzlies könnte man nicht zähmen. Er ist nicht gezähmt. Ich habe ihn nur schon ganz jung bekommen. Andy, sieh lieber nach, wo Betsy ist, sonst verirrt sie sich wieder. Mach ich, Pam. Komm mit, Andy. Hören Sie mal, Sie können aber noch nicht lange hier oben leben. Wie kommen Sie auf die Idee, eine Kuh mit in die Wildnis zu bringen? Ich habe noch mehr. Sie sollten sehen, was ich noch alles dabei habe. Ein Schaf, ein Lamm, ein Bullen, ein paar Hühner und Pferde. Ist das alles? Wollen Sie mit dem Jungen eine Farm aufmachen? Wollen schon. Aber dazu braucht man einen Stall und wenigstens eine Hütte zum Wohnen. Wo wohnen Sie und Ihr Sohn denn jetzt? Wir haben uns einen Unterstand gebaut, bis wir wissen, wo wir bleiben wollen. Pam? Wir haben sie, aber sie will nicht mitkommen. Sie hat Angst vor Ben. Wir müssen gehen. Wetten, dass Betsy heute Abend saure Milch gibt? Der Mann gefällt mir. Aha. Danke, dass du geholfen hast. Gern geschehen. Meine Hütte liegt nicht weit von hier. Warum verbringen Sie nicht Ostern mit uns? Das wäre schön. Wir nehmen gerne an. Wir erwarten Sie am Sonntag. Also bis Sonntag. Komm, wir gehen. Pa, meinst du, dass das unsere Freunde werden? Vielleicht sind sie schon. Brett hatte keine Ahnung, dass der Sturm, der sich da so bedrohlich zusammenbraute, den Tieren sehr viel Angst machte und sie immer nervöser wurden. Das Unwetter sollte dafür sorgen, dass Brett einen Haufen Ärger bekommen würde, obwohl er sowieso schon genug Schwierigkeiten hatte. Das Einzige, an das der Bulle denken konnte, war abzuhauen, und zwar so schnell wie möglich. Natürlich sorgten das Feuer und der Krach dafür, dass die anderen Tiere auch ganz versessen darauf waren, sich in Sicherheit zu bringen. Hast du das Feuer ausgemacht? Ja. Bist du auch sicher, Andy? Ja, Pa. Halt Betsy fest. Schon. Was ist denn los mit dir? Sag mal, was hältst du davon? Ein Blitz muss was angezündet haben. Gut, dass alles feucht ist. Dann breitet sich ein Feuer nicht aus. Wir wollen mal nachsehen. Komm mit, Ben. Schießpulver drin! Den Kopf runter, Ben! Versucht mit allen Kräften das Feuer auszuschlagen, um so viel wie nur möglich von den Sachen zu retten, denn uns war klar, dass das hier alles war, was die beiden besaßen. Aber die Flammen wollten und wollten nicht ausgehen. Als wir es dann endlich doch geschafft hatten, war nicht viel mehr als der Wagen übrig geblieben, der zum Glück weniger beschädigt war, als wir angenommen hatten.
Tja, sieht aus, als ob nicht viel übrig geblieben ist. Außer Asche. Durch eure Hilfe haben wir noch was retten können. Vielen Dank auch. Wir haben ja wenigstens noch die Tiere. Du meinst die Hühner. Die anderen sind wahrscheinlich wieder nach Missouri gelaufen. Das würde ich nicht sagen, Brad. Da vorne sind die Pferde. Gott sei Dank. Da können wir froh sein. Sonst müssten wir den Wagen selber ziehen. Jack, sieh mal mit Robbie nach, ob die Tiere vielleicht nach Osten gelaufen sind. Brad und ich suchen drüben im Westen. Hoffentlich finden wir sie. Der Bulle ist aber sehr gefährlich. Gehen Sie ihm aus dem Weg, wenn Sie ihm begegnen. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich habe immer mit wilden Tieren zusammengelebt. Komm, Robbie. Pass auf die Hühner und auf Betsy auf. Ja, Pa. Komm mit, Ben. Wir brauchen dich bestimmt. Tut mir leid für die Bradleys. So kurz vor Ostern haben die alles verloren, was sie hatten. Ja, der Karfreitag war ein trauriger Tag für sie. Robby, da im Busch bewegt sich was. Das muss der Stier sein. Ich brauche einen Umhang. Ein Umhang? Wofür denn das? Na ja, unten in Mexiko wird man mit den Stieren auf die Art fertig. Steig du lieber auf den Baum da. Was haben Sie vor? Ich will, dass der Bulle vor mir kniet und mir die Hände leckt. Toro! Toro! So heißt Stier auf Spanisch, Hobby. Mr. Jack? Der Stier kommt aus Missouri. Toro! Siehst du, was für eine Angst der Stier vor mir hat? Toro! Guter Toro! Der kommt nicht von alleine. Toro! Das ist nur ein Reh. Mr. Jake! Da hoch! Warte! Halt! Geh zu schnell! Ganz ruhig! Du sollst stehen bleiben! Halt mir vom Leibe! Verschwind dich! Nein, nein, nein! Du kriegst mich nicht! So! Hör's an! Lauf doch nicht zu schnell! Oh. Zumindest haben wir den Stier gefunden. Robby! Robby! Du darfst nicht so nah rangehen! Tut dir keiner was. Ich weiß schon, die rote Unterwäsche von Mr. Jack hat dich gereizt. Robby! Keine Angst, Mr. Jack, ich kann mit Bullen umgehen. Wir haben auf unserer Farm auch einen. Naja, so friedlich war er vorhin nicht. Ich habe ihn müde gemacht. Alles gut. Ja, es ist alles gut. Es war nur die rote Unterwäsche von Mr. Jack, stimmt's? Ja. Komm mit. So ist gut. Bretts Unglück wendete sich ein wenig zum Guten. Selbstverständlich ging das nicht ohne Hilfe von Adams und natürlich von Ben. Da sehen Sie, Brett.
Wie schön. Gut, dass du wieder da bist, Cleo. Und auch du, Anne. Danke, Ben. Sie haben da ein sehr schönes Schaf, Brad. Ich weiß, hat meine Frau aufgezogen. Und zum Dank hast du eine Menge Preise für sie gewonnen. Hä? Sie hätten meine Frau gemocht. Sie hatte genauso ein Gefühl für Tiere, wie sie es haben. Darf ich fragen, was passiert ist? Ich war mit Andy in der Stadt zum Einkaufen. Da wurde unsere Farm überschwemmt. Rachel hat vergeblich versucht, unsere Habe zu retten. Es tut mir leid. Außer den Tieren hier und ein paar Möbeln haben wir alles verloren. Ich konnte die Farm nicht wieder aufbauen. Da schlossen wir uns einem Trek nach Oregon an. Und warum sind Sie hier gelandet? Andy ist unterwegs krank geworden und wir mussten den Trek verlassen. Wissen Sie, ich bin ein typischer Flachlandmensch. Die Berge sehen zwar friedlich aus, aber hier oben komme ich einfach nicht zur Ruhe. Jeder hat irgendwann im Leben mal Schwierigkeiten. Ja, aber ich habe, seit ich denken kann, immer Schwierigkeiten. Vielleicht will der liebe Gott mir auf die Art sagen, ich sei nicht zum Farmer geboren. Tja, vielleicht sind Sie hier oben am falschen Platz. Versuchen Sie es doch unten im Tal. Die Familie von Robbie hat da eine sehr schöne Farm. Nein, ich glaube, wenn der Wagen fertig ist, ziehen wir weiter. Darüber können wir ja später noch reden. Da wir ja sowieso miteinander Ostern feiern, können Sie ja auch in unsere Hütte ziehen und wir helfen Ihnen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Brett stand an einem Punkt seines Lebens, wo er nicht mehr weiter wusste. Und Adams machte sich deswegen große Sorgen. Besonders dachte er an den kleinen Andy, den Brett so liebte, und er fragte sich, was wohl für den Jungen am besten wäre und dass wir irgendwie helfen müssten. Da störte ein Besuch diese Gedanken. Ich suche Adams. Den Blutsbruder meines Freundes Nekoma. Ja, der bin ich. Ich bin Wotani, Häuptling des Kutnai-Stammes. Adams? Er ist vielleicht ein Kutenai, aber ein Häuptling ist er nicht. Ich kenne den Häuptling sehr gut. Er ist ein Freund von... Silberfuchs! Ah, alter Freund, dich wiederzusehen verschönt mir meinen ganzen Tag. Mein alter Freund, mächtiger Wind. Ist er da jetzt der Häuptling? So ist es bei uns üblich. Mein Sohn hat meinen Platz eingenommen. Ich bin jetzt Schamane, der Weise meines Stammes. Gut. Wenn das so ist, dann wollen wir uns ein windgeschütztes Plätzchen suchen und über alte Kämpfe palavern. Später, mein Freund. Ich bin aus einem sehr traurigen Anlass hierher gekommen. Nekoma hat uns erzählt, dass du eine wunderbare Gabe haben sollst, mit Tieren umzugehen. Und es wurde uns vom Geist des großen Bären bestätigt. Durch Nekoma weiß ich sehr viel über euer Volk. Dann weißt du auch, dass der Falke uns heilig ist. Ja, das weiß ich. Stimmt etwas nicht? Darum sind wir ja hier. Unser heiliger Falke will nicht fliegen. Wir haben alles versucht. Aber er will seinen Horst nicht verlassen. Wir fürchten um sein Leben. Wirst du uns helfen? Wenn ich helfen kann. Wo ist der Falke jetzt? An einer Felswand. Man kommt nur sehr schwer an ihn heran. Aber meine Krieger und ich helfen dir. Dann gehen wir. Nicht lange und wir fanden den Horst. So wie es aussah, würde es für Adams nicht leicht sein, darunter zu klettern und den Falken von dort raufzuholen. Wenn jemand darunter stürzen würde, gäbe es für ihn keine Rettung. Der tobende Fluss würde ihn sofort mit sich reißen. Warum wird das Seil von Mr. Adams und Ben gebunden? Ein 600 Pfund schwerer Bär gibt einen guten Anker ab. Das ist ein ganz schöner Abgrund, stimmt's? Warum ist der Falke so heilig, Mr. Jack? Naja, die Kutenai sind ein Stamm, der in den Bergen lebt. Sie sind dem Himmel genauso nah wie der Falke. Ich war noch nie bei Ihnen im Dorf. Also ich war schon ein oder zweimal bei Ihnen. Die wohnen weit weg, hoch oben im Gebirge. Im Winter kommen sie immer runter ins Flachland, weil es hier wärmer ist als da oben. Im Frühling ziehen sie wieder zurück. Ihr Lager befindet sich jetzt am Fluss, da warten sie auf die Schneeschmelze. Zieht der Falke mit Ihnen? Aber sicher.
So wie deine Gebete dich begleiten. Für die Kutenai ist in dem heiligen Falken der Geist von allem, was gut und edel ist. Vorsichtig, Adams. Ich wusste genau, das konnte nur Adams. In dem, was er gerade machte, war er unschlagbar. Es hätte ihn auch keiner davon abhalten können, da runterzusteigen. Aber ich muss trotzdem zugeben, dass mein Herz vor Angst ein wenig schneller klopfte, als ich ihn da runtersteigen sah. Ich bin überzeugt, dass ihm alle den Daumen drückten. Denn jeder wusste, wenn etwas schiefgehen würde, dann gäbe es keine Chance für meinen Freund Adams. Noch ein Stückchen weiter, Adams. Schön Sorgen gemacht. Bleib ganz ruhig, Freund. Die Flügel sind in Ordnung. Du hast eine Entzündung an den Krallen. Das kriegen wir alles wieder hin. Ich steck dich hier in meine Tasche. Keine Angst. So wird es gehen. Ganz ruhig. Okay, Brad. Ihr könnt mich hochziehen. Gut, Adams. Nicht so schnell. Alles in Ordnung? Nichts passiert. Danke, Brad. Meine Güte, Park, das war vielleicht aufregend. Weißt du, was er hat? Wisst ihr, was ein Sohlenballengeschwür ist? Ist das gefährlich? Es macht hohes Fieber. Hier sind beide Krallen entzündet. Er konnte nicht mehr landen, deshalb ist er auch nicht mehr geflogen. Am besten wäre es, wenn ich ihn mit in meine Hütte nehmen würde. Mein Volk vertraut dir, Adams. Der Falke muss fliegen, um den Frühling zu begrüßen. Sonst wird mein Volk eine böse Zukunft und viel Unheil erleben müssen. Ich verstehe, Silberfuchs. Keine Angst, mein Freund. Adams wird den Falken bestimmt wieder gesund machen. Schließlich habe ich ihm noch alles beigebracht. Du hast ihm alles beigebracht? Fast alles. Er war ein furchtbares Greenhorn, als er zum ersten Mal hier oben aufgetaucht ist. Dann könntest doch du dem Falken helfen. Morgen werde ich für den Falken tanzen.
Wie wär's, wenn du mit mir gemeinsam um die Gunst der Geister tanzt? Oh, das wäre mir eine große Ehre. Aber die Zeremonie ist beschwerlich. Und du bist nicht mehr der Jüngste. Hast du schon vergessen, dass ich bei der letzten Zeremonie mehr als 3 Tage auf den Beinen war und in einer Tour getanzt habe? Dabei sind 2 Paar Mokassins kaputt gegangen und so ein Loch habe ich in den Boden gestampft, aber einen harten Boden. Du hast dich kaum verändert nach all den Jahren, mächtiger Wind. Ja. Ganz ruhig. Wird er wieder gesund werden, Mr. Adams? Wir müssen erst abwarten, Andy. Hoffentlich hast du dir nicht mehr zugetraut, als du kannst. Das machst du nämlich immer. Hey, Robbie! Hey, Mr. Jack. Da ist wieder das Kaninchen mit den Schlappohren. Das kann nicht wahr sein. Hast du denselben Gedanken wie ich? Ja, das ist bestimmt eins von Louises Jungen. Genau das habe ich gedacht. Stell dir vor, seine Mutter kam den weiten Weg von Frankreich. Frankreich? So weit? Wir sollten es zum Osterfest einladen. Ja. Komm zu mir. Komm her. Komm zu Robbie. Ich doch, Robbie. So wirst du das nicht schaffen. Na komm. Ein Kaninchen musst du mit einem Trick einfangen. Das habe ich vom alten Schielauge Fitzpatrick gelernt. Also, zuerst musst du es angrinsen. So, siehst du? Es muss wissen, dass du freundlich bist. Ein verschrecktes Kaninchen kannst du nämlich nie einholen. Hallo, liebes Kaninchen. Siehst du? Ich bin dein Freund. Na komm her. Andy, hinter dem Baum liegt das Grünzeug von den Karotten. Das ist aber lieb, mein Kleiner. Komm her, so ist gut. So fängt man ein... Es fühlt sich wie Seide an. Woher kannten Sie seine Mutter, Mr. Adams? Soweit ich mich erinnern kann, war das Jacks Verdienst. Ja, richtig. Ich werde den Tag nie vergessen, an dem seine Mutter angeflogen kam. Aber Kaninchen können gar nicht fliegen. Der lügt uns an. In einem Ballon können sie aber fliegen. In einem Ballon? Ja, Ballon. Als ich ihn so am Himmel schweben sah, habe ich gedacht, ich könnte meinen eigenen Augen nicht trauen. Aber er war da. Wie aus dem Nichts tauchte er auf. Ich dachte, dass er vom Mond gekommen sein müsste. Ich hatte vorher noch nie so etwas gesehen und nahm natürlich an, dass das nur Unheil bedeuten könnte. Also rief ich Adams, um ihm das Ungetüm zu zeigen. Ah, was sagst du dazu? So etwas Schönes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Adams stand wie angewurzelt vor lauter Bewunderung. Also musste ich eingreifen. Wir müssen doch irgendetwas unternehmen. Vielleicht hat das Ding, das da rumschwebt, den Befehl, uns alle zu vernichten. Ich kann mich nicht dran satt sehen. Es tanzt so schwerelos wie eine Wolke am Himmel. Ist das nicht wunderschön? Das erledige ich schon ganz ruhig. Nein, nicht! Na sowas, ich hab ihn erwischt! Nicht zu fassen, er sinkt zur Erde nieder! Ein so großer Ballon, der der Erde immer näher kam, war für die Tiere schon ein sehr beängstigender Anblick. Weder Adams noch ich wussten zu dem Zeitpunkt, dass in dem Korb des Ballons ein Mann namens André mit seinem Kaninchen Louis saß. Mon Louis! Où est mon Louis? Je ne veux surtout pas mourir. Non, surtout pas. Es tut mir leid, Monsieur, aber Jack und ich können Sie nicht verstehen. Kein Wort! Louis! Louis! Mon petit Louis! Mon petit Louis! Oh, da bist du ja, mein Kleiner. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles wieder gut. Oh nein, wie kann alles wieder gut werden? Es ist furchtbar. Mein wunderschöner Ballon, meine Königin de Paris. Sie ist... Puff! Als wir Louis nur einen Moment aus den Augen ließen, lief er so schnell wie er konnte in den Wald, wo er sich prompt verirrte. Aber alle anderen Tiere waren sehr freundlich zu ihm. Besonders als ich dann auch noch herausstellte, dass Louis eine Luise war und schon sehr bald Junge bekommen sollte.
Wir halfen alle sehr fleißig mit, den Ballon wieder zu reparieren, damit André bald weiter konnte. Sogar Ben machte sich nützlich am Blasebalg. Als er dann fertig war, konnte ich nicht widerstehen, ganz allein eine kleine Extratour zu machen. Einfach so dahin treiben. Ihr werdet es mir wahrscheinlich nicht glauben. Aber ich bin der einzige Mann aus den Bergen mit Flugerfahrung. Ich habe sogar eine Medaille als Beweisstück. Wahnsinn, das hätte ich damals zu gerne miterlebt. Ist das eine Luise? Nein, Andy, das ist ein Louis. Ganz ruhig. Jack, sterilisier dein Messer. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich gehe schon. Ganz ruhig. Er sieht aber sehr krank aus. Ja. Warum machst du das? Durch das starke Fieber hat er eine Lähmung gekriegt. Mit der Sauerampferbrühe versuche ich, das Fieber zu senken. Silberfuchs wird sich eine Menge Schwierigkeiten einhandeln, wenn der Vogel nicht mehr fliegt. Warum das? Nach den Gesetzen der Indianer hätte er den Falken nicht allein lassen dürfen. Ich glaube, Adams kann mehr Schwierigkeiten kriegen. Nur wird's daneben gehen. Noch mehr, Robby, noch mehr! Volltreffer! Das ging fast ins Auge. Joshua will auch was haben. Die Tiere haben genug gehabt. Hebt noch was für euer Abendessen auf. Was ist in dem Sack, Pa? Wildhafer. Ich geh mit. Robby kann alleine weitermachen. Ihr zwei versteht euch wohl sehr gut, hä? Robby ist der beste Freund, den ich je hatte. Andy, wir werden aber bald weiterfahren. Können wir nicht doch bleiben? Nein, ich will eine Arbeit finden. Und du sollst die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Was willst du denn arbeiten, Pa? Ich weiß nicht, aber ich habe gehört, dass Arbeiter für die Goldminen in Kalifornien gesucht werden. Oder Holzfäller in Oregon. Das ist aber schrecklich weit. Du wirst neue Freunde finden, Andy. Kann schon sein. Wir tun, was wir tun müssen, hat Ma immer gesagt. Deine Mutter wäre bestimmt sehr stolz auf dich. Der Sauerampfer hat geholfen, das Fieber sinkt. Und diese Kräutersalbe wird die Entzündung an den Krallen heilen. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, Silberfuchs. Mächtiger Wind und ich wollen morgen den Falkentanz tanzen. Kann der heilige Falke dabei sein? Sicher. Die Entzündung müsste bis dahin abgeheilt sein. Deine Freunde sind ebenfalls eingeladen. Denn zu einem Frühlingsfest ist es Brauch, dass alle Nachbarn anwesend sind. Und Sonntag zu unserem Osterfest müsst ihr auch erscheinen. Da dürfen die Nachbarn auch nicht fehlen. So wird es sein. Und so ist es gut. Wir werden voneinander lernen. Also, mächtiger Wind, wir werden jetzt alle Vorbereitungen für den Falkentanz treffen. Warum jetzt? Der Tanz findet doch erst morgen statt. Ja, aber wir müssen dafür sorgen, dass unser Körper so rein ist wie am Tag der Geburt. Und wie sollen wir das machen? Wir werden ein Dampfbad nehmen. Und in dem heißen Dampf werden unsere Körper so weich wie die kleiner Kinder werden. Und ganz früh am Morgen begrüßen wir den Geist des Frühlings. Wo denn? Unten im Fluss. Im Fluss? Meinst du etwa, dass wir die halbe Nacht in der Hitze rösten und im Morgengrauen dann Hals über Kopf in den kalten Fluss bringen sollen? Mächtiger Wind. König der Männer der Berge, du fürchtest dich davor nichts. Das ist schon richtig, ja. Dann werde ich
Ganz einfach diese kleine Planscherei als Appetitanregung für das Frühlingsfest ansehen. Nein, mächtiger Wind. Wir dürfen nicht essen, bis der Falke wieder fliegt. Unsere heilige Handlung muss vom großen Geist angenommen werden. Keine Angst, Jack. Ich verspreche dir, Ostersonntag werden ganz bestimmt die Honigkuchen auf dem Tisch stehen. Adams, was ist, wenn der Falke nicht fliegt? Dann musst du verhungern. Mach ihn gesund. Ich wusste natürlich, dass Adams nur Spaß gemacht hatte, als er mir sagte, dass ich verhungern müsste. Trotzdem konnte ich an nichts anderes denken. Immer wieder ging mir durch den Kopf, dass ich vielleicht das Frühlingsfest verpassen könnte oder das Festmahl, das Adams für Ostern vorbereitete, mit all den herrlichen Honigkuchen. Zugegeben, noch etwas anderes bereitete mir Kummer, als ich da so in dem Dampfbad saß. Nämlich der Gedanke, dass ich am nächsten Morgen in den kalten Fluss springen sollte. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, schüttelte es mich so stark, dass das Klappern meiner Knochen zu hören sein musste. Ich hatte keine Ahnung, dass Ben mir gefolgt war. Ich nehme an, dass er seine Freunde mal wiedersehen wollte. Und da Silberfuchs so wunderbar sang, wollte er sich das mal anhören. Inzwischen stiegen von den heißen Steinen dichte Dampfwolken auf. Und ich war fast schon so weit, dass ich mich nach dem eiskalten Bad im Fluss sehnte. Naja, fast. Was hast du denn hier zu suchen, Ben? Sein Besuch bedeutet, der Geist des großen Bären erweist uns seine Ehre. Wenn ihr drei ein paar Bieren fürs Frühstück holen würdet. Ich backe uns inzwischen die Honigkuchen und passe auf den Falken auf. Ja, gut. Wer schneller ist, Andy. Wir sind gleich da, Mr. Bradley. Klingt schön. Ha! Sie müssen nicht schießen, Mr. Bradley. Die Wölfin tut uns nichts. Woher willst du das wissen? Sie beschützt ihren Bau. Weil da ihre Jungen drin sind. Wir wollen dir doch nichts tun. Wir gehen hier nur vorbei. Sag mal, hast du denn keine Angst? Früher schon, Andy, aber ich bin sehr oft bei Mr. Adams. Von ihm weiß ich, wie man sich verhält. Mr. Adams kennt sich sehr gut mit Tieren aus. Da hast du recht. Niemand weiß besser Bescheid als Mr. Adams. Da sind die Bären, Mr. Bradley. Ja. Sieh mal da vorne, ein Eichhörnchen. Ja, ich seh's. Andy fing schon an, genauso ein Gefühl für die wilden Tiere zu bekommen wie Adams und Robbie. Und er wollte mehr über sie erfahren. Deshalb trieb ihn auch seine Neugier dazu, dem Eichhörnchen zu folgen. Er konnte ja nicht ahnen, dass eine Menge Ärger auf ihn zukommen würde.
Ruhig stehen. Ganz ruhig. Beweg dich nicht. War knapp. Ich bin nicht mehr weggekommen. Es ist alles wieder gut. Komm, wir gehen. Es ist nichts passiert, Robin. Ich dachte schon, ich würde Andy verlieren. Ich muss den Jungen wieder nach Hause bringen. Ich finde, das ist ein sehr folgenschwerer Entschluss. Wollen Sie nicht nochmal drüber nachdenken? Seit wir alleine sind, habe ich ständig drüber nachgedacht. Ich weiß, er liebt seine Großeltern. Er wird bei ihnen glücklich sein. Aber Sie sind da nicht bei ihm. Das wird schlimm sein für ihn. Aber Andy ist viel zu jung, um sich hier rumzutreiben und in Gefahren ausgesetzt zu sein. Sie sollten das mit Andys Augen sehen. Was würde er dazu sagen? Es wird das Beste für ihn sein. Er wird sich sicher schuldig fühlen und denken, dass Sie ihn loswerden wollen, weil er unterwegs krank geworden ist. Und wegen der Sache mit der Schlange. Denken Sie noch mal drüber nach, Brad. Ich habe mich entschieden. Wenn das Osterfest vorbei ist, dann gehen wir. Adams, trotzdem danke für den Rat. Wir haben 16 Eier für das Osterfest morgen. Oh, schön. Ich habe Andy gesagt, dass sie Farben aus Kräuter und Beeren machen können. Welche Farben können sie denn machen? Da muss ich mal nachdenken. Ich bin sicher, dass wir rot, grün und blau machen können. Und vielleicht sogar gelb. Hilfst du mir, Robby? Moment, Moment, das geht nicht sofort. Der Falke ist wieder gesund. Wir müssen erst zu den Indianern gehen. Silberfuchs und ich hatten die ganze Nacht in dem heißen Dampfbad verbracht. Und der Augenblick, den ich so fürchtete, kam immer näher. Es gab keine Möglichkeit mehr, meinem Schicksal zu entgehen. Ich musste in den Fluss steigen. Armer Jack. Er badet furchtbar ungern. Und dann noch vor allen Leuten. Das wird er nie verwenden. Oh Gott. Ist das wassernass. Das ist ja furchtbar. Es war nur ein Spaß, als du gesagt hast, wir müssen fasten. Hey, wartet noch. No. Wieso kriegst du was zu essen und mir gibt man nichts? Es gehört zu meinen Pflichten, den Speisen meinen Segen zu geben. Deshalb brauchst du nicht alles aufzuessen. Ich muss davon essen. So will es die Tradition.
Morgen werden wir zu unseren Freunden gehen und ein Fest mit ihnen feiern, das ihnen heilig ist und das sie Ostern nennen. Heute jedoch begrüßen wir sie bei unserem Frühlingsfest. Wie ein Tuch überzieht im Winter der Schnee die gesamte Erde und die Nächte sind sehr lang. Das ist die rechte Zeit zum Ruhen und Schlafen. So warten wir, dass der Frühling kommt. Mit Beginn des Frühlings schmilzt das Eis. Die Flüsse stürzen zu Tal. Und neue Blätter wachsen an den Bäumen. Und die Vögel beglücken uns mit ihrem Gesang. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass der heilige Falke hinauf zur Sonne fliegt. Er bringt für die Zukunft Hoffnung für den Stamm. Mit der Hilfe unseres Freundes Adams werden unsere Gebete erhört werden. Adams hatte natürlich recht. Aber wir beide versuchten, jeder auf seine Weise dabei mitzuhelfen, dass der heilige Falke wieder fliegen konnte. Andy, komm, wir füttern Betsy. Ich hol Holz fürs Feuer, Mr. Adams. Gut, Robbie. Ich finde, das ist eine gute Idee von Mr. Adams, die Indianerkinder für morgen einzuladen. Findest du nicht, Pa? Ja, das finde ich auch. Das wird ein Osterfest, wie es früher immer bei uns zu Hause war, in der Kirche. Sag mal, Andy, vermisst du deine Freunde? Manchmal. Ich habe sie Weihnachten sehr vermisst. Ja, an Feiertagen geht's uns allen so. Weißt du noch, was wir Ostern gemacht haben? Du hast dich über Mamas Osterhut lustig gemacht. Warum erinnerst du dich bloß daran? Das weiß ich nicht. Ich weiß noch, wie deine Mutter in der Sonne stand und gestrahlt hat. Und du bist in deinem neuen Anzug wie ein Grashüpfer herumgesprungen. Hey, Andy. Möchtest du gern wieder nach Hause zurück? Ich dachte, wir wollten uns wieder einem Trek anschließen. Ich schwöre dir auch, dass ich nicht wieder krank werde. Du kannst doch nichts dafür, dass du krank geworden bist. Niemand hatte Schuld. Möchtest du eine Weile zu Oma und Opa? Ja, sicher. Bis wir unser eigenes Haus haben? Genau. Du bleibst so lange, bis ich Arbeit und ein Haus gefunden habe. Aber lieber möchte ich bei dir bleiben. Ich werde dich bestimmt wieder zu mir holen, wenn es soweit ist. Ich will mit dir gehen, Pap, bitte. Das geht nicht. Du brauchst jemand wie deine Oma. Sie sorgt für dich wie eine Mutter. Nein, ich will bei dir bleiben. Denken Sie noch mal darüber nach. Vielleicht machen Sie einen großen Fehler. Er bleibt ja nicht für lange. Ein paar Jahre mehr nicht. Mehr nicht? Aber diese Jahre sollte er bei seinem Vater sein. Von ihm sollte er alles lernen. Das Beispiel, das Sie ihm geben, wird bestimmend sein für sein ganzes Leben. Dafür ist immer noch Zeit. Vielleicht. Als Robbie Cartland mit seinem Vater hierher kam, war er so alt wie ihr Sohn. Auch für die war es am Anfang schwer. Gerade deshalb ist aus Robbie das geworden, was er heute ist. Ich weiß, was ich tue. Schauen Sie, Adams, wenn Andy irgendwas passiert, das würde ich mir nie verzeihen. Dann hätte mein Leben keinen Sinn mehr.
Ich will nicht, dass er ständig in Gefahr ist. Hallo, Mr. Adams. Hallo, Jungs. Wir haben schon viele Eier gefärbt. Die sehen aber wirklich hübsch aus. Vielleicht legen die Hühner morgen früh noch mehr. Das hoffe ich auch. Wir brauchen nämlich sehr viele. Wo hast du Louis gefunden? Hast du ihm den Namen gegeben? Mm-mm, Robbie war das. Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Er sagt, er will dich wieder nach Hause bringen. Ich will aber nicht nach Haus. Ich weiß, dass du nicht gehen willst. Ich will nicht bei meiner Großmutter leben. Dein Vater denkt einzig und allein an deine Sicherheit. Es fällt ihm nicht leicht, sich von dir zu trennen. Du hast dort wenigstens noch deine Großeltern und deine Schulfreunde, mit denen du spielen kannst. Aber dein Paar wird niemanden haben. Das wird für ihn schwerer sein als für dich. Er tut nur das, was er für richtig hält. Aber ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Dass er weggeht und ich ihn nie wieder sehen werde. Du kannst nicht dein ganzes Leben voller Angst sein. Außerdem ist Ostern das Fest der Freude und der Hoffnung. Weißt du, dass Hasenpfoten Glück bringen? Glaubst du auch dran? Louis hat 4 davon. Aber er hat noch kein Zuhause. Was würdest du sagen, wenn Louis dein Osterhase würde? Wäre das schön? Na, dann geh mal darüber, Louis. Und du wirst keine Angst mehr haben? Schon viel besser. Glaubst du, dass du es heute schaffst? Dein Stamm kommt heute her. Gibt's dafür einen besseren Tag als Ostersonntag? Jetzt haben wir zusammen 28 Eier. Ja. Fang schon mal an. Pa! Mhm. Wir haben noch 10 Eier gefunden. Ja, dann habt ihr ja genug. Pa, Mr. Adams sagt, dass ich Louis behalten darf. Er hat kein Zuhause. Das war aber sehr nett von ihm. Wir hatten gestern eine Unterhaltung. Jetzt sehe ich alles ganz anders. Was siehst du anders? Er sagt, wenn du mich zu ihnen bringst, wird es viel schwerer für dich. Weil die Großeltern für mich sorgen. Aber du bist ganz allein. Mr. Adams, es sind eine Menge Eier verschwunden. Jedes Mal, wenn ich sowas höre, dann muss ich immer an einen Banditen mit Ringelschwanz denken, der sein eigenes Osterfest feiern will. Ah, Joshua. Da hätte ich auch dran denken können. Komm, Andy. Wo gehen wir denn hin? Da versteckt er also seine Sachen, Andy. Da sind sie alle. Ohne Bens Hilfe hätten wir die Eier nicht gefunden. Wenn wir mit dem Eierrollen anfangen, kriegst du auch eins, Joshua. Keine Angst, Ben. Du bekommst auch eins. Euch zwei werden wir auch nicht vergessen, Mary Lou und Daniel. Komm, wir gehen, Andy. Ben entdeckte als erster, dass ein paar flauschige, kleine Küken ausgeschlüpft waren. Und er konnte nicht abwarten, Adams davon zu erzählen.
Ben, wir müssen noch sehr viel tun. Der Häuptling kommt mit den Kindern zu Besuch. Wenn wir uns irgendwas zeigen, gehen wir ihm nach. Das ist das Einzige, was uns noch gefehlt hat. Danke, Ben. Die Kinder kommen, Mr. Adams. Wenn Sie wollen, können Sie die Küken den Kindern schenken. Danke, Brad. Das ist ein schönes Ostergeschenk. Adams, Tahe. Oder die Silberfuchs. Nimm mal Rocky. Diese kleinen Küken sind für euch. Frohe Ostern. Dankeschön. Bitte sehr. So, die nächste. Danke. Pass gut auf sie auf. Ich weiß, dass ihr sie liebevoll behandelt. Gefällt es dir? Als ganz vorsichtig. Ja, danke. Viel Spaß. Frohe Ostern. Da, nimm. Sind ausgesprochen hübsch. Ja, ich stelle sie wieder hin. Wie kannst du nur? Hast du wirklich geglaubt, dass der alte Mad Jack eins von diesen wunderschönen Eiern klauen würde? Obwohl, nie im Leben. Wenn Mad Jack ein Versprechen gegeben hat, dann hält er es auch. Ehrenwort. Mein Freund Adams, wir möchten wissen, was es mit eurem Osterfest auf sich hat. Bevor wir mit dem Eierrollen anfangen, möchte ich euch noch ein paar Erklärungen zu unserem Osterfest geben. Für uns bedeutet Ostern ein neuer Anfang, eine neue Hoffnung. Bei uns heißt der große Geist Gott. Vor vielen, vielen Jahren hat Gott seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt, mit einer heiligen Botschaft, dass alle Menschen in Frieden und Harmonie zusammenleben sollen. Aber einige Leute bekamen es mit der Angst zu tun und sie töteten Gottes Sohn. 3 Tage später, an dem Tag, den wir Ostersonntag nennen, ist unser Herr auferstanden und zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Und an diesem Tag wurde der Geist des Herrn wiedergeboren. Die Menschen sollen sich dessen immer bewusst sein, weil sie dadurch Hoffnung bekommen, ihr Leid überwinden und ein neues Leben beginnen können. Und genau wie ihr betet mein Volk immer im Frühjahr zum großen Geist, dass er die Sonne wieder scheinen lassen möge und dass er sie im nächsten Jahr vor Stürmen und Unwetter verschone. Today is not just any day. Everything's alive and spring is on its way. And if you try, you can reach the sky. All your hopes and dreams are waiting there for you. Today is saying better things. Here for you and me, who knows what spring can bring. And don't you know that each time winter goes, spring will wake the sleeping earth with warmth and love and hope. Thank you.
Hier ist euer Kuchen. Jeder kriegt einen. Wer zuerst oben auf dem Berg ist, fertig, los! Ja, Adams, wir müssen dafür sorgen, dass der Falke bald fliegt, sonst falle ich um vor Hunger. Vielleicht sollten wir es mal versuchen. Halt fest, ich nehme jetzt den Verband runter. Ganz ruhig. Na, wie sieht's aus? Ich glaube, Sie sind geheilt. Sehr gut. Wollen wir ihn fliegen lassen? Ja. Gut. Silberfuchs! Adams, wir sehen, ob der Falke fliegt. Ganz ruhig. Du musst dich auf deine Krallen stellen. Halt dich an meinem Arm fest. Ruhig. Du kannst das. Keine Angst. Sehr schön. Du kannst fliegen. Deine Krallen sind gesund. Gib mir auch einen Silberfuchs. Flieg los! Flieg! Ich glaube, sagen zu können, dass keiner von uns je etwas Schöneres in seinem Leben gesehen hat, als diesen Falken, wie er sich in die Lüfte schwang und hoch über uns durch den blauen Himmel segelte. Es war, als blickten wir auf einen neuen Anfang. Wir fühlten uns wie neugeboren. Gott hat ihm geholfen. Nur mit seiner Hilfe ist es gelungen. Und auch wir können, wenn wir Vertrauen haben, unsere Sorgen überwinden, Andy. Sie haben gut zugehört, Brad. Andy, was hältst du davon, wenn wir hier bleiben würden? Mit einer eigenen Farm? So Gott es will, fangen wir neu an. Danke, Pa! Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich muss sagen, Mr. Bradley, ein schönes Stück Land haben Sie sich da ausgesucht. Mr. Cartland und Robbie haben mir sehr dabei geholfen. Und Mr. Adams auch. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Ja, dank Ihrer Erfahrung. Sehen Sie mal, was ich mitgebracht habe. Mit diesen Zutaten können Sie eine Menge mit Jack-Pfannkuchen backen. Damit können wir ein zünftiges Richtfest feiern. Was feiern? Ein Fest? Das feiert man, wenn der Dachstuhl auf dem Haus fertig ist. Ich glaube, vor Sonnenuntergang werden wir fertig sein. Wann? Heute? Aber sicher doch. Ben und die Indianer werden uns dabei helfen. Mhm. Silberfuchs hat Ben seine Hilfe angeboten. Ja.
Was sagst du dazu, Andy? Stimmt das wirklich? Sieh mal darüber. Ich kann Ihnen nicht genug danken, Adams. Danken Sie nicht mir, Brad. Für jeden ist Hilfe da, wenn er in Not ist. Ich habe Sie nur an etwas, was Sie vergessen haben, erinnert. Die beste Hilfe ist Selbstvertrauen. Das will ich nie wieder in meinem Leben vergessen. Wollt ihr wohl endlich aufhören zu faulenzen? Ben ist schon ganz ungeduldig. Er will anfangen zu arbeiten. Deep inside the forest is a door into another land. Here is our life and home. We are staying here forever in the beauty of this place all alone. We keep on hoping, maybe.